zurück auf meinen Kanal. Heute gibt es den Teil 2 von meinen Jahresfavoriten. Und zwar kümmern wir uns jetzt um normale Kosmetik und Pflege. Wenn euch das interessiert, dann bleibt jetzt einfach dran. Ja, also, wie schon gesagt, es geht hauptsächlich um Pflege. Ich rutsche gleich wieder ein bisschen zur Seite, dass ich euch das dann immer hier einblenden kann. Also zuerst gesagt, ich zeige euch immer das, was ich in diesem Jahr neu für mich entdeckt habe. Kann trotzdem sein, dass ich noch andere Favoritenmasken oder was auch immer habe, die aber halt schon im letzten Jahr für mich entdeckt habe. Deswegen kommen sie nicht mit hier in dieses Video. Als erstes, oh Gott, so viele Masken, habe ich die Neutrogena Hydro Boost Tuchmaske für die Augen für mich entdeckt. Die funktionieren sehr gut und die mag ich auch sehr gerne. Bitte seht es mir nach, wenn ich nicht mehr bei allen Masken weiß, warum genau ich sie mochte. Aber ich mochte sie. Das muss halt jetzt mal so reichen. Dann habe ich einmal die Baleo Hydro Gel Glowing Moments Maske. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Wenn es die noch gibt, blende ich sie euch hier ein. Ich habe aber eigentlich immer darauf geachtet, dass da nicht LE draufsteht auf den Masken. Dann habe ich sie nämlich gar nicht erst aufgeschrieben. Dann haben wir die Garnier Hydra Bomb Augentuchmaske. Die mochte ich auch sehr gerne. Die Isana Feuchtigkeits-Augentuchmaske. Ich ratter das jetzt einfach ein bisschen hier runter. Ne? Die Isana straffende Hydrogel Augenpads. Die Cucumber Under Eye Pads von Action, die kaufe ich mir auch wirklich oft nach und die habe ich mir auch schon oft nachgekauft. Dann habe ich die Jinyu Masken allgemein, finde ich sehr gut. Dann von Mary Kay die Charcoal Reinigungsmaske, das ist die einzige Tubenmaske, die ich habe, die auch für meine Haut funktioniert. Meine Haut ist ja sehr empfindlich, was das angeht. Dann haben wir die Facial Sheet Mask von Action. Davon gibt es ja mehrere Varianten immer, je nach LE. Aber die finde ich alle sehr gut. Dann die Balea Hydrogel Augenmaske. Die Schemes Hydrogel Hyaluron Maske. Die Schemes Kollagen Tuchmaske. Die Yuti Deep Hydration Tuchmaske. Die Face Sheet Avocado von Action. Das sind diese runden, glaube ich. Ne? Die Garnier No Strips auf jeden Fall, die schwarzen. Die kaufe ich eigentlich immer wieder nach. Und die Ampullenmaske Wassermelone von Garnier. Beziehungsweise da wahrscheinlich auch alle, aber ich habe bisher nur die von Wassermelone getestet. Kommen wir zu Deo. Da habe ich einmal das Rexona All Day Protection. Ja, das fand ich sehr schön und hat anscheinend auch geholfen. Dann kommen wir zu Gesichtswasser und Toner. Da habe ich einmal Isana Hyaluron Intense. Das habe ich auch schon mehrfach nachgekauft. Dann das Nivea Rosenblüte Gesichtsspray. Ich hoffe, das war keine LE, weil das möchte ich mir auf jeden Fall nochmal nachholen. Dann haben wir von Pixi das Vitamin C Toner Ding. Ja, das habe ich auch nochmal durch den Glossybox-Kalender jetzt hier. Dann einmal das Eolea Gesichtswasser Aloe und Kaktus. Und das CW, also Cadera Vera Hydro Gesichtswasser, glaube ich. Dann haben wir Haare. Da habe ich von Elvital die Dream and Lank Reihe. Die funktioniert sehr, sehr gut für mich und macht meine Haare auch geschmeidig und ne, funktioniert. Dann haben wir Herbal Essences Argan Oil Repair Maske. Das ist eine Haube. Ne? Ich hoffe, es gibt sie noch. Elvital Color Glanz. Das benutze ich auch oft, weil ich habe ja koloriertes Haar. Pantene Pro-V Repair and Care, die Reihe. Die Keratin Haarmaske von Action. Die funktioniert auch sehr schön. Das ist auch so eine mit so einem Haar. Turban-Ding. Wie heißt denn das? Mit so einer Haube halt. Dann das Got2Be Trockenwäsche Trockenshampoo. Und das Garnier, die Garnier Wahre Schätze-Reihe. Das sind so die Sachen, die
sehr gut bei mir funktionieren und die ich auch nachkaufen werde. Kommen wir zur Gesichtsreinigung. Da ich einmal von Neutrogena das Cucumber, nee, das Curcuma Clear, nicht das Cucumber, nicht Gurke, das Curcuma Clear, das mag ich sehr gerne. Das ist ein Reinigungsschaum, das habe ich auch noch mal im Backup hier. Dann habe ich das bei Wish Trend Mandelic Acid. Das fand ich sehr gut. Ich glaube, das war ein chemisches Peeling. Es gehört hier nicht wirklich rein. Es kann sein, dass da nochmal ein chemisches Peeling kommt bei den Peelings. Aber nur, dass ihr schon mal gehört habt. Aber das ist ein Peeling. Fand ich aber sehr, sehr gut. Isana pflegender Reinigungsschaum finde ich auch super. Und Preis-Leistung, ne? Läuft. Und dann habe ich einmal die Sun Tzu Isana Cleanser. Die Reihe gibt es ja, glaube ich, nur noch online. Die gibt es nicht mehr im Geschäft, aber online sollte es die noch geben. Und die Balea Lovely Rose Cleanser mag ich sehr gerne. Kommen wir zum Micellenwasser. Da einmal das Nivea Rosenwasser. Das mochte ich sehr, sehr gerne und hat auch einen tollen Duft. Das Lavera Hydro Sensation. Das ist, glaube ich, das erste Produkt von Naturkosmetik, was ich wirklich richtig gut fand. Ich fand, es roch auch richtig gut. Ich weiß nicht, was da dran so gut roch, aber es roch auf jeden Fall gut. Und hat halt auch das gemacht, was es machen sollte. Und dann von Asam den Make-up Remover. Ich habe den jetzt einfach mal dazu getan, weil das für mich wie so ein Micellenwasser ist. Also, ich mache ja auch mit Micellenwasser, schminke ich mich ja auch ab. Unter anderem und mit Augen-Make-up-Entferner, wo wir jetzt zukommen. Da habe ich einmal hier BB Blinzel Blank Augen-Make-up-Entferner. Funktioniert sehr gut. Holt euch die ganze Suppe vom Auge runter. Läuft. Dann einmal den Maybelline Waterproof Augen-Make-up-Entferner. Der funktioniert auch sehr gut. Ist aber ein bisschen teurer als BB, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Aber funktioniert auf jeden Fall auch sehr gut und ist auch fast in jeder Drogerie zu erreichen und zu kriegen. Und dann noch die Today Micellenpads. Gibt es bei Penny. Finde ich sehr schön. Ist natürlich nicht so umweltfreundlich, aber es funktioniert auf jeden Fall. Und für unterwegs finde ich das richtig, richtig gut, weil man muss dann keine Tuben mitnehmen. Ja. Das waren die Augen-Make-up-Entferner. Dann kommen wir noch einmal kurz zu Parfüm. Da habe ich nur neu das S. Oliver Hashtag Your Moment. Das fand ich sehr, sehr gut. Das war ein sehr schön sportlicher Duft. Ich mag ja eher die sportlich frischen Düfte und finde ich sehr gut, fand ich sehr gut, würde ich mir auch noch mal wieder nachholen. Dann haben wir einmal für die Zähne, da habe ich einmal einfach die Meridol Mundspülung aufgeschrieben, weil ich die halt sehr gut finde und wir beide sie auch sehr gut finden und die kaufe ich auch öfter wieder nach. Kommen wir zu Body Lotion. Da habe ich einmal den Isana Körperschaum Mandelblüten. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Wenn es den noch gibt, blende ich ihn euch wieder ein. Jedenfalls stand da nicht drauf, dass das ein LE-Produkt ist und fand ich auch sehr gut. Dann Dove Body Joghurt, Granatapfel und Shea Butter. Und auch den in Macadamia. Finde ich beide sehr gut. Der eine ist mehr ein bisschen winterlicher, der andere eher ein bisschen sommerlicher. Aber beide sind ja die gleiche Creme, funktionieren sehr gut. Würde ich mir auch wieder nachholen. Und dann auch noch von Isana die Kakao und Shea Butter Body Cream. Das war, glaube ich, so ein großer Bottich, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Funktioniert sehr gut. Finde ich super. Würde ich auch noch mal nachholen. Kommen wir zu Wimpernseren. Da habe ich eigentlich nur eins. Und zwar das Lash Cocaine von Svenja Wahlberg. Gibt es bei DM für 30 Euro. Funktioniert. Habe ich mir schon jetzt nochmal nachgekauft. Also zweimal insgesamt schon gehabt. Einmal aufgebraucht und würde ich mir auch immer wieder nachholen. Dann kommen wir zu kurz Isana Anti-Pickel Patches. Die benutze ich immer, wenn ich Pickel habe. Die machen nicht, dass die Pickel weggehen. Die machen aber, dass die Pickel reif werden, sodass man sie ausdrücken kann. Ja, ich weiß, too much information. So, dann kommen wir zu Kissenspray und Body Spray. Da habe ich von Ritual of Ying das Pillow Spray. Roch sehr schön, mochte ich sehr gerne, würde ich auch wieder nachkaufen. Und von Isana aus der Night and Beauty Edition.
Ne? Das Kiss and Spray, das habe ich jetzt, glaube ich, noch zweimal hier, weil ich das so gut finde. Und das kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Dann kommen wir zur Kategorie Gesichtscreme und Serien und so weiter. Aber sind auch Augencremes, glaube ich, dabei. Ja. Ach, so halt fürs Gesicht, ne? Pflege. Da habe ich einfach von Mary Kay die Time-Wise Day Cream. Sehr, sehr teuer, aber auch sehr, sehr gut und hat einen sehr, sehr guten Duft und funktionieren einfach sehr schön für mich. Dann haben wir Asam Vino Gold Tages- und Nachtcreme. Mag ich sehr gerne. Habe ich hier, glaube ich, auch noch zweimal liegen. Werde ich auch benutzen. Werde ich auch wieder nachkaufen. Finde ich super. Dann haben wir die Visworks In Transit Camera Close-Up. Keine Ahnung was. Ich habe es euch eingeblendet. Finde ich sehr gut. Fand ich sehr gut. Würde ich mir eigentlich schon mal wieder nachkaufen, aber ist sehr teuer. Vielleicht würde ich es eher über Vinted kaufen oder Insta-Sale. Aber finde ich sehr gut und kann ich euch empfehlen. Dann einmal die Clinique All About Eyes Augencreme. Ja, ich habe noch nicht so viel entdeckt, was besser ist als das. Das ist auf jeden Fall mein absoluter Favorit und ich werde mir den auf jeden Fall nochmal nachholen. Ich habe ihn auch gerade nochmal im Backup. Und würde ihn mir auch jedes Mal wieder nachholen, aber ich würde warten, bis es Rabatt gibt bei Douglas. Dann einmal das Isana Perfect Tan. Das sind Kapseln, glaube ich. Ja, das sind die Kapseln. Die finde ich sehr, sehr schön. Die machen ein sehr smoothes Gesicht sozusagen. Die machen halt das Gesicht ein bisschen schöner. Dann die Nivea Hydro Skin Effect. Genau, das ist dieser blaue, den blaue Tiegel, habe ich gerade aufgebraucht, finde ich sehr schön. Ist eine eher leichtere Pflege, aber für eine Mischhaut, die zu ölig neigt, sind viele halt auch zu reichhaltig für mich. Das ist eine super Tagescreme, hat einen schönen Duft, hat eine schöne Konsistenz, fühlt sich nicht schwer an, finde ich gut. Und die Asam Resveratrol Eye Cream, ja. Die finde ich auch sehr gut, die hat auch sehr gut funktioniert und die würde ich auch nochmal wiederholen. Kommen wir zu Duschgel und Seifen. Da habe ich für mich entdeckt die Balea Lovely Peach Seife. Ich weiß nicht, ob es die inzwischen noch gibt. Es war jedenfalls keine LE, aber vielleicht war es ein Saisonsprodukt. Heißt das so? Saisonprodukt, ne? Ja, wenn es sie noch gibt, blende ich sie euch ein. Dann die Pinselseife von Luvia und Maxim. Fand ich sehr, sehr gut. Würde ich mir auch nochmal wieder nachholen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es sie noch gibt, um ehrlich zu sein. Aber hat auf jeden Fall sehr gut funktioniert und mochte ich sehr gern. Dann einmal von Rituals Foaming Shower Gel Ayurveda. Also aus der Ritual of Ayurveda Reihe. Sehr, sehr guter Duft. Duftet sehr, sehr lange und bleibt auch sehr, sehr lange auf der Haut. Ist einfach ein Wellness-Gefühl, diese Rituals-Dinger. Kann man nicht anders sagen. Dann einmal die Isana Med Waschlotion. Die kaufe ich immer mal wieder nach. Für meinen Mann, Seva Med, Isana Med. Ne? Sowas kaufe ich immer wieder nach. Finden wir gut. Ist ein gutes Alternativprodukt zu Seva Med. Denn Asam Grüner Tee Bambus Seife, die roch richtig gut. Ich würde mich auch freuen, wenn ich die nochmal wieder kriegen würde. Ich weiß allerdings nicht, ob ich sie mir unbedingt nachbestellen würde, weil ich schon finde, für eine Seife ist die ganz schön teuer. Aber sie hat auf jeden Fall richtig toll gerochen und hat die Hände nicht ausgetrocknet und war halt eine sehr schöne Seife. Und ich würde mich freuen, sie nochmal zu kriegen. Und dann von Sacrotan die Tropical Edition. Ich habe keine Ahnung, ob es sie noch gibt, aber die war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Die gibt es ja als No-Touch-Nachfüller und als normale Seife. Und die finde ich auf jeden Fall gut und würde sie mir auch nochmal wieder nachholen. Kommen wir zu den Händen und Füßen. Da habe ich einmal die Fuß- und Nagelbalsam von Balea. Das hat sehr gut funktioniert und hat auch schön gepflegt. Würde ich auch wiederholen. Dann die Isana It's Your Lucky Day Handcreme. Handcreme vor allen Dingen. Handcreme. Ja, fand ich auch sehr schön. Hat sehr schön geduftet nach Cassis, glaube ich. Oder Granatapfel, weiß ich nicht mehr. Vielleicht gibt es den noch. Fand ich auf jeden Fall gut.
Denn die Gerlasan-Handcreme, ich weiß gar nicht mehr, woher ich die hatte, aber die war super gut pflegend, das weiß ich noch. Ja, wenn ich ein Bild finde, blende ich es euch ein. Ich weiß auch gar nicht, wo man das kaufen kann, um ehrlich zu sein, aber war richtig gut. Dann einmal die Tuchmaske für die Füße, glaube ich, ja, für die Füße von Butnicare. Sehr, sehr schöne Fußmaske, pflegt die Füße schön und sind halt nur immer sehr teuer, diese Tuchmasken für Füße, ne? Aber finde ich sehr gut, würde ich auch nochmal nachkaufen. Genauso wie die Fußmaske von Fußwohl, also von Rossmann. Auch richtig gut von der Pflege. Finde ich super, würde ich nachkaufen. Die Klebis funktionieren gut. Alles gut. Dann die Handmaske von Balea. Finde ich sehr schön. Da gibt es ja diese Handschuhmasken. Funktioniert gut, pflegt gut. Würde ich auch nochmal wiederholen. Dann die Fußmasken von Action. Die sind sehr, sehr gut. Sind genauso gut eigentlich wie die anderen Drogerie-Fußmasken und sind aber günstiger auf jeden Fall. Also, wenn man die Wahl hat, dann sollte man eher bei Action die kaufen. Dann die Leo und Lilly Blütenrausch-Handseife. Ich habe auch keine Ahnung, wo man die kriegt. Habe ich auf jeden Fall mal geschenkt bekommen und fand ich sehr schön und würde ich auch nochmal wieder benutzen. Dann dieses Kneipp Mini Fußbar. Genau, das war so ein Zweier-Sachet, glaube ich, mit einem Fußbad und einer Pflege für die Füße mit bei. Fand ich sehr, sehr gut und ich hoffe, das gibt es noch, weil das würde ich gerne nochmal nachkaufen. Fand ich auf jeden Fall richtig gut. Dann von Ritual of Ayurveda das Handbalm. Ja, gleiches wie mit dem Duschgel, ist einfach ein toller Duft und pflegt auch toll die Hände. Leider nicht so langanhaltend, aber ne, gerade in der Situation, wo man eincremt, pflegt es die Hände, aber halt nicht sehr lange. Würde ich aber auch nochmal wieder machen. Dann haben wir Face Painting. Das gehört eigentlich mehr zur Dekorativen, aber naja. Da habe ich die Kryolan Liquid Aqua Colors. Also ich hatte die in UV-Farben. Die fand ich sehr gut und hier würde ich auch nochmal nachholen. Dann kommen wir zu Reinigungstüchern. Ich benutze sie ja eigentlich weniger fürs Gesicht oder nur um hier die Kante schärfer zu ziehen oder sowas. Da sind meine Favoriten einmal Julea Young and Soft. Feucht-Reinigungstücher. Wie gesagt, ich schmecke mich ja nicht ab damit. Deswegen. Aber es geht jetzt rein nach Duft eigentlich und wie gut es Swatches und so entfernen kann, weil dafür nutze ich das. Dann die Nivea Creme Pflege-Dinger. Finde ich auch sehr, sehr schön. Dann die Nivea Micellenreinigungs-, also diese Creme-Dinger sind die blauen und die Micellenreinigung habe ich hier. Das sind diese. Die funktionieren auch sehr, sehr gut für mich und die kaufe ich auch öfter immer mal wieder nach. Und die von Terra Naturi, die Mango und Aloe Vera. Ich hoffe, die gibt es noch. Ich muss unbedingt nochmal zum Müller und mir die nachkaufen. Fand ich auf jeden Fall sehr gut. Kommen wir zur Lippenpflege. Bei Lippenpflege hatte ich den Labello Lip Scrub. Der hat sehr, sehr gut funktioniert. Der hat aber auch sehr, sehr lange gehalten, muss ich dazu sagen. Aber der war auch richtig gut. Also den würde ich mir auch nochmal wieder nachholen, wenn ich nicht 50.000 im Backup hätte. Und die Hydrogel Lip Mask von Action. Ja, die pflegt auch die Lippen sehr, sehr schön. Die plumpt die ein bisschen auf. Ein ganz kleines bisschen brennt die. Ist aber halt, weil sie die halt ein bisschen aufplumpt. Ne? Ist aber sehr, sehr schön und sehr, sehr kühlt und finde ich auch gut und kaufe ich mir eigentlich auch immer wieder nach. Kommen wir zum Baden. Da habe ich einmal von Isana das Entspannungsbad. Ich weiß gerade gar nicht, ob es ein Tütchen ist oder so ein großes Bad. Ich werde mal schauen, ob ich dazu ein Bild finde. Ich sollte mir das mal genauer aufschreiben. Also Memo an Zukunftsnike, schreib das genauer auf, was du meinst. Dann einmal von Kneipp die Erkältungszeit. Ich glaube, das ist tatsächlich ein kleines Tütchen. Gibt es aber auch als Flasche. Ich glaube, ich habe beides. Finde ich sehr gut. In der Erkältungszeit ist das auf jeden Fall sehr angenehm, das zu benutzen und ja, würde ich auch immer wieder nachholen. Habe ich eigentlich auch immer zu Hause. Und das Tee bei TTZ Südseetraum. Das riecht einfach so gut nach Pfirsich. So gut. Würde ich auf jeden Fall nochmal nachholen, wenn es. Also, aber eigentlich gibt es das immer wieder im Sommer.
Also es gibt im Winter meistens nicht, aber im Sommer kommt das eigentlich immer wieder. Deshalb auf jeden Fall wieder. Dann haben wir Kategorie Peeling. Da habe ich einmal von Aurinique French Grape Luxury. Ja, das ist ein sehr, sehr schönes Peeling mit einem sehr, sehr schönen Duft und das würde ich mir auch auf jeden Fall nochmal nachholen. Dann habe ich Ritual of Ying Body Scrub. Ja, bei Ritual muss ich euch ja nicht sagen, ne? Wissen wir, Duft ist einfach unschlagbar. Und diese Peeling-Partikel sind relativ fein, aber nicht zu fein, dass sie nichts mehr tun. Also finde ich sehr schön. Und dann habe ich noch von B-Routine das Enzym-Peeling. Das ist ja ein chemisches Peeling. Wir hatten ja eben schon mal ein chemisches. Aber das ist auf jeden Fall in der Drogerie zu kriegen. Ist in einem Einmal-Sachet. Ich weiß gar nicht, ob es die in mehreren gibt. Aber das ist auf jeden Fall richtig gut. Das macht eure Haut richtig schön weich. Und das würde ich mir auch immer wieder nachholen. Finde ich super. Und dann haben wir Kerzen- und Raumduft. Da habe ich einmal Airwick frische Wäsche. Ja, das ist einfach mein Lieblingsduft von diesen Airwick-Sprühern. Und dann habe ich von Airwick auch noch diesen Diffuser. Und da ist meine Lieblingsrichtung definitiv Lavendel, die ich immer wieder nachhole. Und kann ich euch auch empfehlen. Ja, Lieben, das waren meine Favoriten in der Kategorie Pflege und, naja, ich sag mal, größtenteils Haushalt. Ja, ihr könnt mir gerne wieder schreiben, ob davon auch eure Favoriten sind. Das war jetzt kein Satz, ihr wisst schon, was ich meine. Und schreibt mir auch gerne, was in der jeweiligen Kategorie euer Favorit ist, sofern ich das natürlich nicht genannt habe, könnt ihr mir das sehr gerne auch in die Kommentare schreiben. Ja, ihr Lieben, das war das Video. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Folgt mir auch gerne hier auf YouTube und auf meinem Kanal und auf Instagram und überall, damit ihr keine weiteren Videos und Infos mehr verpasst. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.